Rund 3.500 Euro verdient ein Berliner Parlamentarier im Schnitt. Dafür muss er den halben Monat sich mit seiner Parlamentsarbeit beschäftigen und die steuerlichen Abzüge sind auch human. Fraktionschefs bekommen ungefähr das Doppelte. Eigentlich ein ganz guter Verdienst im Auftrag des Bürgers. Klaus Wowereit hat nun jedoch eine Diskussion angestoßen, die seit Jahren wabert. Statt Teilzeit nun doch Vollzeit im Parlament. Demnach müssten die Parlamentarier auch das Doppelte verdienen. Um das finanziell zu kompensieren, sollen nur noch 100 Abgeordnete das Volk vertreten. Klingt logisch, hat für die Grünen jedoch wenig mit der Realität zu tun. Also ich bin im Prinzip im Hauptberuf Parlamentarier. Auch wenn das hier ein Teilzeitparlament ist, ist es de facto so, dass man als Abgeordneter der Opposition hier schon seine 40 Stunden macht. Auch Katrin Lomscher hat genug zu tun, wie hier am Donnerstag auf Kiez-Tour durch den Wahlkreis in Lichtenberg. Bereits jetzt ist die stellvertretende Fraktionschefin der Linken die ganze Woche für ihre Wähler am Start. Was wir brauchen, ist eine ernst gemeinte Diskussion und nicht nur ein Ablenkungsmanöver in so einer Sommerpause. Viel unterwegs und das nicht nur im Netz sind auch die Piraten. Deren Vorstand Lauer schaute sich zum Beispiel in dieser Woche den unfertigen Großflughafen an. Ein Vollzeitparlament gäbe es für ihn sowieso schon. Ich persönlich zum Beispiel bräuchte jetzt nicht eine höhere Diät, ja? Aber wenn unsere Fraktion zum Beispiel die Mittel hätte, für jeden Ausschuss einen einzelnen Referenten einzustellen, ja, dann würde da auch viel mehr Output kommen und viel zugearbeitet werden. Ob Vollzeit oder Teilzeit, es gibt viel zu tun für das Berliner Parlament, keine Frage, denn genug Baustellen, die gibt es ja in Berlin bekanntermaßen.